So, hallo, willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Schmarinator. Das hier ist Seasons After Fall. Wir sind ein Fuchs, beziehungsweise wie wir gerade im Stream beschlossen haben, wir sind ein Klempner-Fuchs, ein Klucks. Und wir gucken mal, wo uns die Geschichte von Season After Fall hintreibt. Wir sollten das letzte Mal ja hier in die Mitte des Altares laufen. Vielleicht kann der Klux dann da neue Rohre verlegen oder so. Wir schauen mal. Und ja, das ist Canon. Wir sind ein Klempnerfuchs. Okay. I'm going to have to separate you from the fox. The fragment may react violently during the merge process. I'll be as careful as I can, but it's still a tricky procedure. Doch, jetzt werden wir direkt hier vom Klux getrennt oder was? Aber es ist wichtig, dass dem nichts passiert. Und daher bin ich da dafür, dass wir uns erstmal kurz von ihm trennen. Oh, der ist aber auch süß, ey. Ist aber auch ein süßer Fuchs. Klucks. Entschuldigung. So, jetzt kriegen wir die Power des Winters. Dö. So long since we've seen snow here. Ja, ungefähr 3 Sekunden. Hä? Was? Well, here's someone who sure hates ceremonies. You should possess the box again, before he escapes. Wo ist er denn? Hallo, Herr Fuchs. Herr Fuchs? Hallo? Ah, da. Hallo. Zum Super Saiyajin Gott geworden. Four guardians. If you merge with the other seasons, you can invoke them at any time. But to do that, we need the fragments. The second guardian lives in a swamp further to the west. I should warn you, this one doesn't like visitors. So keep nice and quiet. Oh, Alter, ich habe mich gerade voll erschreckt. Ich habe gedacht, es sei irgendwie so ein riesiges Federmonster, Vieh, Phönix-Teil hier, aber das ist einfach nur ein Baum. Ey, ich bin kein Horrorspielmensch. Das merkt man immer wieder. Das stellt sich immer wieder unter Beweis. Where are you going? The lake isn't that way. Come back down and take the path to the left at the foot of the pines. Ja, okay, dann gehe ich halt unten rum. Ja, und tatsächlich, wie du schon sagst, sehr gute Quersalat, hier die Jahreszeiten einfach so zu wechseln, kann nicht so gut sein für das Klima und so. Ach komm, die Blumen will ich erleuchten lassen. Aufblühen lassen, nicht erleuchten. Komm ich ihn auf erleuchten, bitte? But I envy you. I too would like to run. Feel the wind on my face and the ice under my paws. But I can't. Not until we found all the fragments. We must dann kannst du es doch aber bald. Dann kannst du es doch auch bald, komische Frau, die da mit mir redet. Stimme in meinem Kopf. Sind wir etwa wieder in Sinuous Sacrifice? Oh mein Gott. That's what the Guardians call it. I don't know what it entails exactly, but I've often heard the Guardians talk about it. The ritual of the seasons can change the course of a life. If that's true, it means my life can be transformed, and yours too. I could leave the sanctuary at last, and you could, I don't know. All your dreams could come true. Du kannst auch irgendwas machen. You must have some dreams. Haben wir denn Träume? Ist das denn so? Was bist denn du? Hallo? Hallo? Fren? Oh, da kommen wir jetzt ganz... Oh Gott, was ist das denn im Hintergrund? Nö. Das ist eine riesige Spinne oder sowas. Wie geht die Band? Ich hoffe doch nicht. Tschüss. Nö. Mach das mal ohne mich. Ich wollte da reinspringen. Mann! Wo?
Zack. Was bist du? Ach so, du warst der Kollege. Oh, der ist fast so wie ich. Der ist einfach vor Schreck, der ist einfach geplatzt. Hat sich so erschreckt, dass er einfach explodiert ist, der Kollege. Boah, ist ja richtiges krasses Abwechselspiel hier und so, richtig Gewaltspiel. Beware, little seed. You're about to enter the territory of the Guardian of the Fall. The Guardian. It can be unpredictable. Watch out, it doesn't harm you and your fox. Ja, vor allem unserem Fox soll es nichts antun, auf jeden Fall. Der Guardian vom Herbst, ey, der soll sich mal schön zusammenreißen und uns hier mal nicht Schaden machen, der Kollege. Dieses Geräusch im Hintergrund gefällt mir irgendwie gar nicht. Und vor allem, dass jetzt hier auch das Orchester meint, es müsste hier anschwellen im Hintergrund, gefällt mir auch überhaupt nicht. Warum sind hier so riesige Federn? Es wird hier... Ich read es schon. Es wird hier gleich wieder bitterböse. When you hear the whistling of the wind, the guardian can't be far away. But be very careful. So. Banzai! Was ist das hier eigentlich? Ah! Hallo! Nee, in die andere Richtung. Wahrscheinlich muss ich mit dir irgendwas aufsprengen, Kollege. Natürlich auch etwas morbide, den jetzt hier vor mich herzutreiben, nur damit ich den hier gleich irgendwo in die Luft jagen kann, aber gut. Wir sagen einfach mal, das Spiel will es so. Okay, das Spiel will es nicht so. Ich ziehe alles zurück. Da ist er! Okay. Du willst mich jetzt aber nicht aufpieksen, oder? Gibst mir einfach deine Kraft und dann ist es wieder gut. Nein, ich kann nichts machen. Ich sitze nicht einfach nur gegenüber. Er formt wieder ein Pippiball. So, das ging tatsächlich jetzt einfacher als erwartet. Kann ich auf die auch umspringen? Nee, ich komme nicht rüber. Oh. Aber die Musik ist auch ganz cool, ey. Ist mal was anderes. So, hier kann ich doch garantiert so mich so hoch wässern lassen. Ja. Nee? Eigentlich nicht. Ich habe gedacht, ich könnte das nutzen als, ne? Ach so, Moment. Ich hab's verstanden. Wo habe ich denn hier meinen Kollegen? Ist der immer noch hier hinten, oder was? Oh, muss ich den jetzt wieder ganz zurücktreiben? Nee. So, den muss ich bis zur Wassersäule bringen, muss ihn hochspülen, muss ihn eingefrieren und dann die Wassersäule in die Luft jagen. Nee, andere Richtung. Andere Richtung. Ach, du bist ja mega fett, wenn's... Warum bist du so fett auf einmal? Kollege, warum bist du so groß? So, okay. Also einmal Zeiten wechseln. Den Kollegen da reinstecken. Zeiten wechseln. Und den Kollegen in die Luft jagen. Ah, warum? Warum müssen wir immer alles mit Gewalt lösen? Tschüss. Tut mir sehr leid. Das Spiel wollte es so. Aha. Und ich müssen wir doch garantiert wieder mitnehmen. Kletter, 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 kletter. Ups, nein. Komm, du wächst jetzt, oder? Wenn ich die Seasons hier wechsle, dann wächst du irgendwann auf. Oder auch nicht.
Hä, wie habe ich es denn das letzte Mal geschafft, dass der gewachsen ist, der Kollege? Durch das Wasser oder was? Nee. Aber der ist doch gerade schon wieder ein Stück größer geworden, oder täusche ich mich da? Ja, keine Ahnung wie, aber es ist, hat geklappt. So, und im Winter können die anscheinend explodieren, die Kollegen. Warum auch immer, es sind winteraktive Tiere. The Guardian of the Fall has finally gone back to sleep. You're safe now. Follow the fragment it gave you. It will know the way to the lake. Heavy, ich bin safe now. War ich vorher nicht safe? Ich habe mich schon relativ sicher gefühlt gerade. Also ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass ich irgendwie krass verfolgt werde oder so. Keine Ahnung. Ja, Fruchtzwerg ist die Lösung für alles, genau. In dem Fall aber anscheinend irgendwie nicht. Komm mal da raus, Kollege. Ups. Nein. Oh, weh, ich muss da jetzt nochmal hochhüpfen. Oh nee. So, wir probieren es erstmal ohne. Wir probieren es mal mit einem Käfer. Weh, ich muss da jetzt zwei anschaffen. Lauf. Ah, Wasser bringt sie. Es sind nicht die Bruchzwerge, die ihm zum Wachsen bringen, sondern das Wasser war's. Wasser ist tatsächlich auch viel gesünder für euch als Fruchtzwerge. So, oh, wir haben nur einen gebraucht, oder? Ja, wir haben nur einen gebraucht. Wunderbar. Hey, hüpf, hey, hüpf, hey, hüpf, hey, hüpf. Hüpf, hüpf. War das der richtige Weg? Ja, anscheinend. Kommen wir da. Ups. Kommen wir da einfach so hoch? Scheint nicht. Oh Gott. Da glitschen wir halb durch die. Hier werden wilde Theorien aufgestellt, warum die Käfer auf einmal jetzt dann explodieren können. Was wird hier gesagt? Das Wasser gefriert im Körper und durch die Vibration des Kläffens zerberst die Boys. Ja. Klingt sinnig auf jeden Fall. Genau so funktioniert das. So, wir gehen mal hier hin, weil ich nämlich glaube, dass wir irgendwie hier hoch müssen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ah, hier. Bedeutet, wir müssen zuerst hier hin. Hallo. Und dann dahin. Und dann darüber. Die hüpf. Hä? Nochmal. So, Achtung. 3, 2, 1, hier hüpf. Schafft den Sprung darüber? Anscheinend. Yes, yes. Okay. Das ist ein Schnee, Kollege. Da müssen wir hier gleich einen Schneeball schießen. Aufi. Schneeball. Oh Gott. Okay, einmal hier Schneeball hingeballert. Ach ja. Easy. Da soll noch mal einer sagen, ich stelle mich dumm im Puzzeln an, ne? Und so. So, bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir ja schon... So lang scheint das Spiel dann ja nicht zu sein. Wenn wir jetzt schon die zweite Season haben, es gibt ja insgesamt nur vier. So generell, ne? Dann sollte das ja nicht so lang sein, das Spiel.
Ich habe mich vorher nicht schlau gemacht, wie krass lang das ist. Ja. Yeah. Siehst du? Ich werde hier auch genug vom Spiel. Ich werde noch schlauer. Okay, der zeichnet uns auch was. Einen Wirbelsturm oder sowas. Okay. Vorher dieses weiße Männchen, dann so eine Art Wirbelsturm. Hm. Hui. Gehen wir einmal hier durch den Baumstamm durch. Aber wie man sieht, man muss ja auch eigentlich nicht alles irgendwie doppelt und dreifach uns angucken, weil wir gehen eh zurück. Immer hin und her und dann, ja. Ja, guter Einwand. Auf anderen Planeten gibt es auch mehr Jahreszeiten tatsächlich. Das stimmt wohl. Aber sie hat ja hier von Anfang an schon von 4 gesprochen auch, glaube ich. Außerdem sind hier auch 4 Säulen im Boden. Da würde es mich wundern, wenn es noch mehr gäbe. Aber ja, generell hast du natürlich recht. So, einmal hier Verschmelzung. Einmal wieder den Fox retten. Ich warte noch drauf, dass in irgendeiner Cutscene einfach der Fuchs wegplatzt. Also. Ja, was ist denn eure Lieblingsseason? Das könnt ihr ja mal in die Comments posten. Knickknack, Interaktion und so. I don't think he likes us using him to do this, but he's the only animal we have available. We're only halfway there, so he'll have to put up with us. Wir haben die Hälfte hinter uns. Maybe you should try to reassure him. Ja, natürlich beruhigen wir den Fox. Auf, Fuxi, lass dich beruhigen. Komm her. Seht ihr, wie beruhigt er ist? Total. But at least he likes you. That's something. I promised you, little seed. Ja, bitte. Now you have absorbed 2 seasons. You can invoke them at any time. Ja. Each season is unique and transforms everything around it. Das habe ich schon mitbekommen. Don't hesitate to use the power of the seasons anywhere and as many times as you want. Das werde ich tun. So, little seed, which region would you like to explore now? You're spoiled for choice. So, may I make a suggestion? You could use the power of the seasons to reach the entrance to this cave. Das machen wir vorhin schon, ja. Just a suggestion. You can go anywhere you want. Das machen wir doch. Und das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Ha, Cliffhanger aus der Hölle. Es war mir wie immer eine Freude, für euch zocken zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wie immer wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag. Was auch immer ihr habt. Hauptsache, ihr habt Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschaußen.